So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Ja, nach dem letzten Angriff hier haben wir leider die Lucy verloren, aber ansonsten sind noch alle am Start. Auch wieder alle gesund und so. Unter, das ist doch das Wichtigste. Wir forschen jetzt mal schnell die Schütztürme. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber erstmal Geschütztürme. Außerdem hier, frag mich, wann der Hase, der Verrückte, mal wieder irgendwie, ob der mal wieder oder nicht, oder ob der jetzt hier für immer, weiß nicht. Ah, guck mal, der Abubakar ist auch Dingselboomst bekehrt. Ich frage mich aber, ob ich den haben will. Irgendwie. Ich weiß es irgendwie nicht. Eher nicht. Wir lassen den frei. Ich will lieber weißes Zebra haben. Der, hier geht es nämlich darum, der tut zwar Fürsorge verweigern. Das heißt, der ist kein Arzt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Er ist ein bisschen langsam und eifersüchtig. Das heißt, der braucht auch so ein Schlafzimmer, das so toll ist wie die anderen. Aber der hier wird halt einfache Arbeiten verweigern. Das heißt, er ist kein Träger und auch nicht Reiniger und Rauschmittelinteresse hat er. Er ist, das hier unterschiedlich wäre vielleicht nicht schlecht. Aber den zum Pflanzen einsetzen, aber auch sonst für nichts irgendwie. Den hier können wir wenigstens noch als Träger benutzen. Kämpfen kann er auch, also von dem her. Pflanzen 4, ja. Und wir lassen den frei. Geil lassen. Der andere ist schon fast bekehrt. Was war noch? Genau. Ach ja, der Phil hat wieder geschrieben. Und zwar geht's um die Waffen. Das ist natürlich richtig. Ich habe hier Stahlwaffen. Wenn ich die verkaufe, natürlich nichts bringen. Aber wenn ich die einschmelze, komme ich hier wenigstens wieder Stahl raus. Und da hat er natürlich völlig recht. Deswegen tun wir das mal hier noch so machen. Wir sagen jetzt, genau, die Nahkampfwaffen, außer den Knüppel, den mal nicht. Weil Knüppel will ich eigentlich behalten. Oder der Streitkolben ist fast noch besser, ne? Das heißt, Knüppel machen wir, Streitkolben behalten wir. Das ist natürlich mega cool. Also ein Speer kann man einschmelzen, auch die Schwerter. Kriegshammer lassen wir auch mal. Na, Waffen auch nicht, bitte. Aber hier können wir noch ein paar Sachen einschmelzen, oder? Rotflinten. Sonst die anderen Sachen lassen wir auch mal und sagen aber jetzt hier. Schwierig, ne? Übel bis gut. Sagen wir mal. Ja. Für eine Quali haben die denn so? Normal, normal. Ah, also. Und der Streitkolben, da wollte ich mal gucken. 6,95 hat der, weil die Melissa hat doch hier den Knüppel. Der ist ein bisschen schlechter. Nahkampfdurchdringung 19, 6,27. Hier, das ist besser. Der ist besser. Bildung brauchen wir nicht. Weil da würde ich mal sagen, Melissa, du mal den Streit kommen. Der ist zwar nur aus Holz, aber was soll's.
Immer noch besser. Und Ash Gladius, ne? Hier noch ein Gladius aus Stahl. Geht's denn um deinen Gladius? Der ist gut. Behalte er den. Okay. Die anderen Sachen könnt ihr auf jeden Fall verwursteln. Ah, hier, Ash stellt schon mal Medizin her. Das ist gut. Genau da, auch da wollte ich noch was umändern. Und zwar hier. Bitte hier Medizin einstellen. Oh. Bin mir jetzt nicht sicher. Das hier vorne bedeutet, was macht der da? Also heißt das, das nehmen die selber, das hier nehmen sie zu für andere oder andersrum. Ich bin mir nicht sicher, aber die sollen jetzt immer Medizin nehmen, damit wir die gute Medizin hier auch dann benutzen. Schwor, die verrottet ja nicht. Demher ist das okay, wenn die hier rumliegt. Wir brauchen da einfach nur Neutramin. Den Rest, von dem Rest haben wir ja genug. So, Geschützturm ist fertig. Dann wollen wir mal kurz gucken. Der Gasdrucklader. Sturmgewehre wäre natürlich nicht schlecht. Heißt, Gasdrucklader mal eben machen. Da könnten wir auch ein LMG machen. Brauchen wir noch was anderes vorher? Ich meine, wir können noch sterile Materialien machen. Oder wir gehen mal hier auf Intensivbett und so. Da brauchen wir erst das. Aber nee, ich mache jetzt erstmal den Gas. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier drum. Und dann, was brauche ich für so einen Mini-Geschütz? Stahl und Bauteile. So, also ich will auf jeden Fall mal eins hier oben haben. Einfach nur, damit es da ist. Falls hier jemand durchgeht, dass die da ein bisschen aufgehalten werden. Stellen wir das jetzt hin. Hier, wenn die da durchkommen, wäre doof. Aber hier die Ecke wäre vielleicht nicht schlecht. Wir haben da zwar den Mörser im Weg. Oder wir stellen es hier rüber. Auch nicht. Wir können, kann der auch eigentlich so überall hinschießen, das machen wir. Dann machen wir hier ein Stromkabel noch ein bisschen. So. Außerdem glaube ich noch eins gerne hier irgendwo in der Gegend, falls die von rechts hier kommen. Vielleicht hier. Und dann hier unten irgendwie noch eins. Ich mache mal hier noch eins hin. Hier sind wir ja eigentlich ganz gut gerüstet. Dann war es noch so, Phil meinte, dass vielleicht die Angreifer, wenn da hier zu viele Fallen sind, dass die hier nicht durchlaufen und deswegen meine Bauern sprengen. Wenn ich jetzt hier was wegmache, davon. Wobei, da würde ich lieber das hier wegmachen, oder? Dann hätte ich hier noch ein bisschen mehr Platz zum Ballern, wenn die hier durchkommen. Ich glaube, das mache ich. Ich mache mal das hier weg. Diesen Bereich hier. Mal gucken, ob beim nächsten Mal dann die Angreifer wieder hier durchkommen oder nicht. So. War sonst noch was? An Tipps und Tricks, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. So, dann haben die doch jetzt hier ein bisschen was zu machen. Das ist doch super. Ja, wir haben hier schon keinen Platz mehr, ist ja Wahnsinn. Wir bräuchten echt noch einen, der nur kocht. Fischi hat ja gar keine Zeit, irgendwas zu tun. Ansonsten.
Er kocht zwar, aber die einfachen Mahlzeiten sind noch gar nicht voll. Dann kommt es hier gar nicht nach, ne? Oh, wer hat denn hier kaputte Kleidung? Fischi, was ist denn los? Dein Umhang, ja, das geht natürlich nicht. Hatte ich hier nicht einen Umhang in Auftrag gegeben? Einen Umhang, genau, und zwar aus Teufelsgarn. Ja, so viel Teufelsgarn haben wir sogar. Das heißt, da könnte noch ein Teufelsgarn-Umhang kommen, den sich aber Steve hier schon geschnappt hat. Der Schlingel. Natürlich doof ist. Cat macht da 9. Vielleicht nimmt den sich diesmal der gute Fischi. Dann müssen wir die wieder mal ein bisschen einfärben, die hier neue Klamotten haben. Also die Party der Familie ist auch schon bald am Start. Sehr schön. Was machst du denn hier? Gazelle? Läuft hier einfach hier mittendrin rum. Wo kommen wir denn da hin? Was soll denn das? Das finde ich ja... So. Wir haben hier auch schon wieder so viel Viecher. Immer dasselbe mit den Viechern, ne? Ist verrückt. Ziegengeist, schon wieder ein junges und Schaf. Wahnsinn. So, Fischi tut wenigstens jetzt mal hier die guten, leckeren Sachen kochen. Tut er wenigstens hier ein bisschen Zeug wegkriegen. Das ist gut. Ach Gottchen, was denn? Ein Händler kontaktiert dich aus der Nähe. Mechanoiden sind hinter ihm her. Er möchte, dass du ihnen ein Signal sendest, um sie Richtung Lumpiwald zu locken, damit er die Flucht ergreifen kann. Eigentlich nicht. Die Sachen wären schon cool. Aber dieses Giftzeug, nee, das ist mir... Also, da muss ich da erst wieder hinwandern und hier ist alles vergiftet. Das wollen wir nicht. Das wollen wir so nicht. Was machen denn meine Kakaobäume, die... naja... müssen erstmal angebaut werden. Das geht eine ganze Weile, so einen Kakaobaum anzubauen. Sehe schon, das ist nicht so schnell mal erledigt. Ja. Ja, ein Schaf. Eine Sonneneruption, okay. Aber er kann hier weitermachen, der Sohn, immerhin. Also, man müsste auch mal überlegen, wo denn irgendwann mal das Raumschiff hin soll, ne? Weil da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Hier sind die Biber, die verhungern bald. Die kommen auf jeden Fall nicht hier in meinen Bereich. Ansonsten... da die Fallen. So, jetzt sieht das schon hier besser aus. Da kann man auch gut schießen. Ja, müssen wir mal gucken. Mal gucken, wenn der nächste Angriff kommt, ob das hier irgendeine Auswirkung hat. Zumindest haben wir jetzt hier ein bisschen Granit. Das können wir hier noch... Händler. Die Ehefrau von Stevens ist dabei. So ist die. Hier. Ist die hier? Man weiß es nicht. Er macht denn gerade nichts. Nutzt deinen Baum, du auch, Cat. Ruht sich aus. Was machst du? Du bist irgendwie hier am nächsten dran. Komm, dann latsch doch mal dahin. Handel mal mit denen. So. Was habe ich gesagt? Hier, Granit. Granitwand machen wir hier zu. Und dann noch hier zu. Dann noch hier zu. Gucken, wie viel Granit wir da noch übrig haben. So, der Affe geht erstmal hier handeln. Was die Waffenhändler so zu bieten haben. Also verkaufen tun wir jetzt die Sachen nicht. Die wollen wir ja ein
brennen, nicht verbrennen, sondern einschmelzen, so. Auch Granaten nicht, Medizin braucht man nicht. So ein Monoschwert, Plasma-Schwert, der ist schon geil, ne? Aber das ist halt echt sackteuer. Dass die Leute doch in Brand steckt und ist auch nur normal. Also, ich glaube, die Bögen, die kann man verkaufen. Auch die Pillum, glaube ich. Das tut man mal behalten. Schutzweste. Helme behalten wir mal noch. Ja, ansonsten haben die nichts Tolles, ne? So Kram, das baue ich mir lieber selber. Oh. Halt, Affe, warte mal. Bevor du jetzt wegrennst. Was ist denn jetzt hier das hier? Nimm das Silber mit. Sonst muss der Nächste dahin rennen und das holen. Das wollen wir nicht. Okay. So breit, so gut. Kann man das auch noch mal versetzen? Und zwar hier. Gerne eigentlich. Das wäre nicht besser, damit das da hinschießen kann. So, Sonneneruption ist vorbei. Auch recht. Boomratten. War noch da. Wenn aber nicht zu mir, ne? Gehört aber nicht zu mir. Aber hier noch was Tolles. Boomrattenjunges und Ratten sind ganz viele da. Auch so noch. Eine Ente lebt hier noch rum. Immerhin. Immerhin. Ja. Das lassen wir sie weiterleben. So, Melissa baut hier die Mauer. Sie kocht und kocht es gut. Soll der machen. Soll der machen. Wir haben echt auch jetzt wieder massig Nahrung, sodass es gar nicht von den Feldern runterkommt. So ist es halt. So, die dicken Mauern jetzt hier. Das sieht doch okay aus. Wenn wir den Gasdrucklader haben, dann würde ich sagen, dass wir hier auf Präzisionswaffen gehen und uns dann noch ein paar Sturmgewehre zulegen. Aber das geht noch ein bisschen. Das geht noch ein wenig. Wo ist hier da oben so ein Ding? Von Wahnsinn. Tja, aber wir haben halt sonst keine Steinchen mehr. Ich meine, hier wären doch welche. Ich weiß nicht, warum sie die Kult gemacht. Keine Ahnung. Stellt auf jeden Fall Medizin her. Das ist wichtig. Das ist. Hier haben wir massig von den Kraftstoff, den wir eigentlich nur hierfür brauchen, ne? Oder wir könnten ihn auch von mir aus in den Dings verfeuern. Aber das bringt uns ja nichts, oder? Also in den, hier, wie heißt es? Generator. Mensch. Und die Wortfindungsstörung heute mal wieder. So, die Geschütztürme sind alle fertig. Das Teil brauchen wir eigentlich im Moment auch voll nicht. Machen wir mal Strom auf. Weil im Moment gibt es keine Leichen zu verbrennen. Tierchen sind ganz gut. Was hiermit? Das ist ein Ei. Ja. Jetzt hast du doch mal das Ei, bitte. Danke. Wird überhaupt nichts angebaut, ne? Der Reis. Da könnten wir auch Heu anbauen. Aber nee, ich wollte ja gucken. Genau das letzte Mal. Nee, ich wollte da mal schauen. 3 Tage geht das nämlich mit dem Reis. Mit dem Heu geht es nämlich 7 Tage. Das geht nicht. Bleiben wir beim Reis, wenn da mal jemand das anpflanzt. Stevens hat einen Schießrausch, ja. Das ist toll. Hilft uns aber im Moment überhaupt nicht weiter. So, ja, die Bauern sind schon gebaut. Das ging jetzt aber fix. Das ging jetzt aber fix. Wir haben immer noch 185. Dann nehmen wir mal die Außenmauer hier in Angriff. Sie hier 25 war noch so
dann hier oben noch. Dann sind wir doppelt geschützt. Auch wenn's, wenn jemand kommt mit so einer, mit so einem Granatding, dann wird das nicht reichen. So, und wieder mal das hier. Party der Familie. Wieder mal wird dieses Rednerpult nicht erkannt. Verstehe nicht, warum. Das ist irgendwie zu weit weg, oder? Komm, wir tun es mal ein bisschen näher ran. Vielleicht geht das was? Eigentlich, aber eigentlich ist es da mit dem grünen Pfeil verbunden. Ich mach das jetzt trotzdem mal, Cat. Bist du... Gehst gerade suchen. Kannst du das machen? Nee. Wenn du jemand, der fürs Bauen geteilt ist, das wäre Melissa, die jetzt aber gerade da baut. Ah, warten wir noch ganz kurz. Entweder Melissa oder Ash. Mach das mal schnell. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Tatsächlich. Tatsächlich. Ein Gebetskissen fehlt noch. Ich glaube, das wird, das wird man ja nicht hier, das können wir ja nicht machen. Und hier oben gibt es noch ein extra Gebetskissen. Mach das mal noch schnell und dann können wir nämlich die Party der Familie starten. Das wird großartig. Dann eine großartige Party, wenn jeder sein Gebetskissen hat. Oh, 100% erwartet. Na dann mal los. Party der Familie, bis da alle da sind. Wahrscheinlich ist schon wieder zu Ende. Nee, noch nicht. Party fängt an. Melissa kommt zu spät, aber macht nichts. Spaßiges Ritual. Plus 5 Stimmung. Supi. Wenn wir jetzt gerade da sind, fällt mir gerade so ein, ich wollte gucken, ob da jetzt noch diese Plus 1 ist. Nee. Weißt du, gehst bitte nochmal hier hin. Ist er? Dann, weil hier Lieblingsfarbe. So. Genau. Da tun wir die Leute wieder ein bisschen einfärben, damit die fröhlich sind. Jetzt, wo die neuen Sachen da sind. Ishi hat aber jetzt immer noch nicht den Mann gekriegt. Den hat sich wieder irgendjemand anders geschnappt. Oh, Leute. Komm, dann mach halt hier auch mal 3 Umhänge, aber mach aus allem. Aus Stoff. Halt. Damit, jawohl, weißes Zebra. Sehr schön. Haben wir den da. Du machst das, du machst das. Aufseher. Oh, mit hier. Ja, die anderen hier mit immer auf 2. Feldarbeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Waldarbeit. Nö, auf jeden Fall nicht. Schmieden 4. Auch nicht wirklich der Bringer, ne? Machen es mal auf 2. Du machst du Kunst auf 1 und außerdem hier so Kram. Mit Handwerk kannst du eigentlich auch machen, oder? Gesteinsbrocken und Sachen einschmelzen. Ja, komm. Das kannst du machen. Oh, weißes Zebra. Da auch gleich mal umbenennen. Das ist hier alles eingestellt. Weißes Zebra. Du heißt einfach nur Zebra jetzt. Mal klar ist. So, was machst du denn jetzt, ne? Erstmal was anziehen. Ja, das ist richtig. Und ein Helm. War es ja auch nicht schlecht im Schießen. Was war denn hier? Guck mal, sowas. Wäre MG. Das ist eine biokodierte Waffe. Dann wohl nicht schwere MG. Ja, dann musst du wohl erstmal wohl oder übel halt mal eine Schrot. 91%. Das ist die beste, ja. Die erntet Fasermais. Nun gut. Nee, warte, du kannst erstmal hier kurz deinen Style ändern. Dabei bist. Dir die
Lieblingsfarben. Der hat jetzt noch Stammeskleidung an. Haben wir denn da was anderes gerade mehr am Start? Tolles zumindest, soweit ich das sehe. Barkett kümmert sich schon mal darum, dass wir nochmal Unenge bekommen. Und dann auch ein bisschen Stoff verbrauchen, das auch wichtig. Der nächste, der hier in Gang läuft, darf auch nochmal hier an die Style Station. Und da haben wir schon unseren Kandidat suchen. Kann sich nachher ausruhen. Wir wollen hier nochmal gucken. Kleidungsfarbe, dass das auch alles deine Lieblingsfarbe ist. Ändert sie sich mal, oder? Der war doch vorher nicht so komisch blau, oder? Hat sich dem seine Lieblingsfarbe etwa geändert? Was ist denn da, lo? Wird denn so? Die ganzen Ziegen, die vermehren sich hier auch wie verrückt, ne? Ziegengeist ist trächtig und noch einmal ist eine trächtig. So, jetzt ist er lila. Sieht ja aus. Das sieht ja aus. So, Ash baut hier draußen mal ein bisschen, dann geht sie aber auch wieder rein. So soll es sein. Da haben wir fast keinen Platz mehr. Das Lager ist zu klein. Wir haben auch das blöde Holz da drin. Wir könnten auch noch ein Holzlager machen. Das Holz haben. Oh, Frank ist hier. Pass auf, Frank. Dann tust du auch was. Du hattest auch schon grau, ne? Das war schon so. Musst du trotzdem mal einen Farbstoff. Machst das. Ash, gleich mal mit. Da hatte ich die Chance. Aber der hat sich aber auch nichts verändert. Hat die dann noch hier den... Ja, ja. Die hat den noch. Den Buff. Den, wie auch immer das, man das nennt. Ja, da. Setzen sich hier eins, das ist schön. Acht. Sehr gut sehen. Gut. Gewinnbringendes Gefecht. Alexius Kalottes, Grundbesitzerin der Fraktion Reich der Medlise, hat ein dringliches Anliegen. Ureinwohner der Fraktion Union der Iobal schikanieren ihre Karawanen in der Nähe. Alexius möchte, dass du sie im Kampf herausforderst, um sie von den Karawanen wegzulocken. Oh, das sind noch einige. Wir werden zu Fuß eintreffen und sich unterschiedlich Richtung Neon. 3 Stunden später. Sanserum. Ein kristallmetallisches Langschwert, das mit Mechaniten durchsetzt ist, die dafür sorgen, dass dessen Schneide auf monomolekularer Ebene scharf bleibt. Kann dicke Panzerung mühelos durchschneiden, während sein geringes Gewicht und die darin befindliche Persona extrem schnelle Angriffe ermöglicht. Diese Waffe verfügt über eine Persona, die nur an eine einzige Person gebunden werden kann. Der Träger und die Persona dieser Waffe können ihre Reflexe synchronisieren, um Angriffe mit beängstigender Geschwindigkeit, Präzision und Kreativität durchzuführen. Eine gebundene Waffe kann von niemandem anderen geführt werden. Das machen? Ich meine, die Eltex-Weste brauche ich nicht wirklich und das Gold auch nicht, aber dieses Schwert fände ich schon cool. Also, wenn ich die dann hier, wenn ich es hinkriege, dass ich die hierher locke, aber das sind halt schon echt viele, ne? Ja, 21... 25, 30, 35, 36, 37. Über 30 Gegner. Das wird nicht einfach werden. Das wird nicht einfach werden. Soll ich das tun oder nicht? Für so ein Schwert? Vielleicht mache ich da auch noch ein paar Gefangene. Ja, komm. Ach komm, was soll's. Wir machen das. Wir machen das für Sanserum. Es ist zwar ein 3, das heißt, es ist extrem. Extreme Herausforderung.
Ist denn ein Büßer? Langbogenschütze. Egal. Ich mach das. Ich mach das und den Kampf. Beziehungsweise vielleicht wird das ja auch, werde ich auch geschlachtet. Wir werden sehen. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, ne, Leute? Ich würde sagen, macht's gut. Bis dann.